Hallo und herzlich willkommen hier endlich mal wieder bei einer Folge LOL. Endlich. Ja, das Abonnentenzocken ist jetzt vorbei halt. Ist halt die erste Folge, die jetzt halt nach den Abonnentenzocken, nach den ganzen Folgen aufgenommen wird. Und ja, ich zock Fiora, ich bin auch komplett alleine. Der Dustin ist nicht da, weil er noch am Schlafen ist, weil wir ja die Ferien haben. Und kein Abonnent hat angenommen. Und ich zock auch nur eine Dominion. Dadurch, weil ich alleine bin und die 5 gegen 5 hatte ich jetzt letzte Zeit wieder Runden, wo ich alleine war und dann, naja, hatte ich da doch keinen Bock drauf. Und wer hier auch vielleicht schon sieht, ich habe den Udo-Skin mir gekauft und ja, der ist einfach nur geil. Ja, ich zock Fiora, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe, ich glaube nicht. Und ja, zock eine Runde Dominion, wer es nicht kennt, hier sind halt Punkte, die man einnehmen muss. Und wer die mehreren Punkte hat, also wenn ihr zu einem Team 3 hat und einem anderen Team 2, kriegt das Team, was 3 hat, immer, also der Gegner kriegt dann immer hier die 500 Punkte abgezogen. Und ja, wenn man 0 hat, explodiert dann hier in der Nexo, sag ich mal. Und dann hat man gewonnen. Ja, weil in letzter Zeit kam ja jetzt, ich glaube 2-3 Tage oder so, kamen ja keine Videos, weil das Wetter ist einfach zu warm und dann hat man keine Lust aufzunehmen. Keine Zeit und so alles. Jetzt beginnen eigentlich die Ferien bei mir, am Mittwoch begonnen. Und dann, ja, wird auf jeden Fall jetzt wieder mehr kommen. Ich habe auch überlegt, ein neues Projekt zu machen, und zwar Team Fortress 2. Die das kennen und Bock darauf haben, wenn die das sehen wollen, können ja drunter schreiben und sagen, ja, kannst du machen oder so, wäre cool. Ja, man kann auch natürlich dann mal mitspielen, wenn ich das dann mache, das ist auch nicht das Thema. Ja, ein Free-to-Play-Titel, wer es nicht weiß, kann man sich bei Steam runterladen, das ist ein richtig gutes Spiel eigentlich. Aber das kann ich dann auch erstmal zeigen, wenn ihr das wollt, wenn ihr das dann nicht kennt. Dann zeige ich euch das auch erstmal. Und jo, dann gucken wir mal, was hier die Runde so abgeht. Ich bin da, hier. Scheiß, oh, die Passive, ey. Ist ja kaum OP. Ja, viel zu OP. Viel zu OP. Ja, hier kriegt man auch mehr Gold, also schneller Gold und so alles. Ist auf jeden Fall mal cool. Habe ich auch mal eine Zeit lang gezockt mit Dustin und so. Ich glaube, die haben einfach ein besseres Team. Ja. Dann gibt es hier noch in der Mitte hier die Kristalle, die kommen gleich. Dann kriegt man, weiß ich gar nicht, was das jetzt gleich mal macht, kann ich gleich zeigen. Geht doch. Zack. Der Kristall, ich versuche den mir jetzt mal zu holen. Und dann gibt es hier auch gleich noch so, sag ich mal, so Quests. Wenn man, soll man den Turm einnehmen, dann kriegt man auch noch mal einen Buff drauf. Und das gibt es auch. So, was macht denn der Buff jetzt hier? Diese Einheit besitzt 250 Lebensschild. Das ist ja schon mal was. Wird dieser Schirm 10 Sekunden lang nicht getroffen, erneuert sich der Effekt. Okay. Angriff und Schaden zu verursachen bei getroffenen Zielen, zusätzlichen Schaden. Na, das ist auch nicht schlecht. Jetzt helfen wir da oben mal schnell. Ich habe jetzt bald wieder 4000 IP, da habe ich schon 4000. Und ich weiß einfach nicht, welchen Champ ich mir als nächstes holen soll. Da könnt ihr mir mal helfen. Ich kann gleich vorlesen, wenn ich mal hier in Sicherheit bin. So.
jetzt einkaufen. Welchen Champ ich noch nicht habe, ist Aatrox, Zek, Quinn, Nami, Kha'Zix, Syndra, Syra, Jace, Lulu, Graves, Talon, Leona, Jarvan, Vladimir und Galio. Ihr könnt einfach mal darunter schreiben, wenn ihr dann nochmal vielleicht sehen wollt. Und den werde ich mir dann kaufen. Ich habe jetzt, glaube ich, 4400 Punkte oder so. Dann sind ja auch ein paar 4-8er-Shards bei, ich glaube, Talon, Leona, Jarvan, Vladimir und Galio sind 4-8er. Den hätte ich dann ja ruckzuck. Im Moment zeige ich eh wieder viel, weil ich mir ja den Udi-Skin geholt habe. Und dann zeige ich eigentlich im Moment viel Udi. Nur der in Aram ging ja jetzt. So. So, jetzt haben wir eine Quest erhalten. Zum Beispiel, die dürfen den Tower hier nicht einnehmen. Und wir müssen nicht den Tower hier einnehmen. Fiora ist eigentlich ein ganz cooler Champ, also vor allem Dominion, weil aber auch eigentlich nur einen schnellen Champ mit Lebensdruck, zum Beispiel GWA, auch mega abgegangen. Ja. Was habe ich denn noch zu erzählen? Ich weiß es nicht, ich gehe mal jetzt mal hier unten helfen. Sammeln mal ein bisschen die Heal-Teile rum, die jetzt noch sind. Oh nein! Ah, fuck. Ja. Genau, wegen dem Ranked-Team. Haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Das ist jetzt auch schon. Also, 5 Stück sind noch schon drin. Und zwar. Commander Raider, der hat ja mitgespielt. Dann Fnatic. Dann das hier, dann ich halt. Und ich weiß es nicht noch. Ich glaube, Commander Berli. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, auf jeden Fall sind jetzt, glaube ich, da noch, ich glaube, ich weiß nicht, gibt das bis 9? Aber wenn ja, dann sind auf jeden Fall noch 4 Plätze frei. Ja, habt ihr dann nochmal die Chance, die müsst ihr einfach mitspielen und wenn, dann kommt, könnt ihr natürlich rein, wenn ihr dann ein paar Runden nicht schlecht spielt. Ja, genau. Aber das ist entweder weggegangen, das Ranked-Team, weil er sich einer so genannt hat oder so. Weil er inaktiv war, weil wir jetzt nicht gezockt haben, weil wir warten. Weil der Dustin jetzt im Urlaub ist, jetzt die ab nächste Woche Donnerstag. Und danach werden wir erst Ranked aufnehmen. Ja. So. Dann werden wir danach erst Ranked aufnehmen. Von daher machen wir das Ranked Team erst neu. Wenn der das dann wieder da ist. Oh, diese Volibear Ulti. Ach, passiv ist halt ja genau. Auf Volibear, ich gehe noch nicht auf Volibear. Da sind, glaube ich, ein paar viele. Ja, egal. Da haben wir uns das, 600. Ach, ich will es auch gleich holen. Zack. Ah, wir führen auf jeden Fall. Wir haben 4 Punkte, die nur ein. Und jetzt hatten wir, glaube ich, den Buff. Ah, warte. Timo hat den bestimmt noch. Welcher ist denn das? Dort, diese Einheit besitzt durch den Abschluss der Quest 10% höheren Schaden. Das ist eigentlich so schon, wenn man die Quest gemacht hat. Das ist schon nicht schlecht. Wenn ihr das öfters sehen wollt, hier Dominion. Oder mitmachen wollt, halt mich adden, Last Kachu. Aber jetzt wird auch wieder jeden Tag eine Folge kommen, war einfach halt nur, weil ich halt noch Stress hatte und die sind dort und ja. Jetzt habe ich ja Ferien, halb ich ja Zeit. Darum wird ja jetzt vielleicht auch bald Team Force 2 kommen, wenn ihr es wollt. Und den KS ich, den KS ich.
Ja, da jetzt fand ich aber auch geil. Dann holen wir uns einfach beide. Nee, leider nicht. Ja, jetzt bin ich Zweiter. Wenn ich das hier, kann man halt auch erst als Zweiter werden. Ja, nur 241. Also wenn du 5 Punkte hast, geht das halt besser. Also geht das schneller weg, als wenn du nur 4 hättest. Oder 3. Ist ja klar. Ja, komm noch. Na Jungs, hier hat meine Ulti. Also. Und da darf man halt nicht rein, weil dann attackt der Tower wie halt auch beim normalen Game. Ja, unser Team ist auf jeden Fall besser. Wie man hier schon sieht, die kommen ja fast gar nicht mehr aus der Base raus. Boah. Das war. Damage, jetzt gehe ich mir das Ding in der Mitte holen, dann gehe ich nochmal. Naja, Back brauche ich noch nicht. Das geht halt hier auch ein bisschen schneller als normal. Wie er ist ja jetzt gleich schon vorbei. Mal schnell da helfen, für mich aber nicht mehr viel Leben, das ist die Kacke. Soll das eine Herausforderung sein? Der Gegner hat das Vorloch eingenommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Mann, oh. Prozent hat der Nexus noch. Von denen hat es ja nix. Aber wie gesagt, hier werde ich einen Champion holen, soll reinschreiben, ob ich Team Force 2 machen soll. Vielleicht überrede ich den das nochmal, dass er da vielleicht ab und zu mal mitzockt. Weil ich habe da früher echt viel gezockt, habe glaube ich 560 Spielstunden oder so schon. Das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich hatte eh Bock wieder auf ein Ballerspiel, sag ich mal. Ist ja mehr, okay, die Call of Duty ist jetzt nicht wirklich. Ja, schon, aber jetzt nicht so wie jetzt Call of Duty, sag ich mal. Ist halt mehr so Comic-Style, wenn ihr das nicht kennt. Yo, was macht die? Ich mach die viel Damage, ey. Und die Vasalen haben so viel Damage gemacht. Ja, der Kontrollpunkt. Ja, nicht so eine gute Runde von mir im Moment. So. 85 Punkte noch. Jetzt zum Beispiel, jetzt verlieren die keine, weil wir halt nur noch 2 Tore haben. Da verlieren die nämlich gar nichts. Ah, dann gehst du einfach mit deiner Ulti jetzt da drauf. Dann hat sich das auch. Ah, dann brauche ich noch nicht mal. Also, jetzt haben wir 3. Jetzt verlieren die wieder. Außer die nehmen jetzt die Punkte unten ein, dann wird gleich weniger. Jetzt cool oder was? Warum kommt die Tristana jetzt? Das war wieder nicht abgesehen. Ja, da bin ich jetzt. Nee. Naja, super, jetzt haben die den da unten eingenommen. Egal, den nehmen wir jetzt auch wieder sofort ein. Das Ding in der Mitte ist wieder da, das werde ich mir holen. Das ist auch 1188. Jetzt warte ich eben kurz. Der Gegner hat die Windmühle eingenommen. Euer nächster
So, ich soll mit oben gehen. Ich habe mir kurz das Ding in der Mitte. Boah, ey, immer kommen zwei, ey. Das ist doch schon wieder kacke, ey. Schon mal Ding aus der Mitte kommen zwei. Können die nix alleine oder was? Alleine, wenn die immer sterben. Boah, das kriegt mich schon wieder auf, ey. Schnell nach unten. So. Immer 64 Punkte. Jetzt müssten wir, ja, jetzt nehmen wir wieder ein, weil wir einen mehr haben. Also werden uns zwei mehr. Und jetzt gleich drei mehr und dann haben sie ruckzuck verloren. Die Tristana macht einen Damage, ey, das ist richtig krass. Egal, die haben uns gleich eh verloren. Weil die Tristana noch nicht mal das Ding einnimmt. 35, 33. Ja, wo die werden gerade alles auch doch nicht auseinander. Oh nein. Probleme. Ich weiß nicht, ob ich da oben gegen die beiden schaffe. Ich habe zwar jetzt Ulti, aber ich versuche es einfach mal. Ja, ich habe noch nicht mal einen habe ich geschafft, aber ein spannendes Game. Schuhe verzaubern? Jo. Vergessen. Wir können jetzt mal hier ein Tor einnehmen. Das wäre echt nett. Okay. Mach doch meine Ulti, ey.
Boah, sind die da zu dem Nitto einzunehmen? Das gibt's ja nicht. Alter, das ist knapp die Runde. So, jetzt haben wir das auch noch. Jetzt müsste ich die doch eigentlich alle auseinandernehmen. Wunderbar, jetzt kommen die restlichen 23 Punkte da. Das gibt's doch nicht. Dann macht der Spack den Niveau. Boah, ey. Jetzt nehmen wir den Punkt ein, dann haben wir gewonnen. Ja, wir haben jetzt gewonnen. Zwei, eins, gewonnen. Wunderbar, also wie gesagt, drunter schreiben, wen ich mir kaufen soll, drunter schreiben, ob ich den Force 2 machen soll und drunter schreiben, ob ich öfters Dominion zocken soll. Okay, das war's dann auch heute schon wieder für mich. Haut rein, ciao.